Hallo Leute, noch bevor die Folge beginnt, begrüßt euch die Yolandi aus dem Schnitt und ich muss euch was sagen, nämlich habe ich in den ersten 5 Folgen dieses Let's Plays den Übersteuerungsschutz meines Mikros deaktiviert und deshalb hört sich das manchmal nicht so geil vom Ton her an. Ich verspreche euch aber, ab Folge 6 ist alles wieder stinknormal und ich hoffe, ihr hasst mich nicht so sehr. Dankeschön für euer Verständnis und viel Spaß! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chirk. Wir haben die Möhre in der letzten Folge in Pech getunkt, ich glaube zumindest, dass es Pech ist, und haben sie damit gefärbt und ich glaube klebrig gemacht. Tada! Okay. Kann ich die jetzt anziehen? Nee. Okay. Wir haben ja auch noch kein Schwert, ne? Was machen wir jetzt als nächstes? Wartet mal, wenn ich hier bei der Pforte hingehe, ich glaube noch nicht, dass es das so weit ist, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich hier bei der Pforte das benutze, ich dachte, ich ziehe es dann an oder so. Okay. Wir haben anscheinend auch noch Kartenfragmente nicht gefunden, weil wir haben erst 2 gefunden. Und ich denke, wir brauchen bestimmt 4 oder so. Wir haben auch noch kein Auge. Ist die Katze nicht mehr hier? Doch, sie ist noch hier. Jetzt kannst du was mit der Rüstung anfangen? Anscheinend nicht. Okay. Im Turm können wir dem Typen Paroli bieten, wenn wir mit der Rüstung auf ihn. So. Ach so, weil der Kleine ja erst hier lang gelaufen ist, ne? Nimm das Ding. Okay. Ich kann am Vorhang nichts machen. Ach, sie tut es jetzt schon wieder, ne? Das wollte ich gar nicht. Okay, der hebt uns hoch. Das heißt, wir sind zu leicht, oder? Wenn ich jetzt... Ich kann nichts mit der Rüstung machen. Kann ich ihn an den Füßen kitzeln? Mann. Kann ich ihn festkleben irgendwie? So, und jetzt? Kannst du nicht abschließen? Ah, ich hätte die Schlüssel aus dem Inventar holen müssen, oder? Ich habe gedacht, sie hat sie noch in der Hand. So, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Tür. Den? Oh Gott, war das auf Schlag der Richtige? Hui. Hui. Okay, was haben wir denn hier? Das ist der Kloschlüssel. Der hier? Dann der? Okay, es muss also einer sein, der oben und unten hat. Kann ich denn... Der hat hier so oben und unten. Die sortiert die halt immer komisch um, ne? Die beiden hat man, glaube ich, schon. Hat man den schon? Habe ich irgendeinen Schlüssel noch nicht ausprobiert? Den hier?
Und den? Ah, okay. Was haben wir hier? Okay, kann ich das mitnehmen einfach? Drache. Der Mann mit dem Zauberstab befiehlt den Drachen, Tricks in der Luft zu machen. Und was ist das Ding da unten? Das hier? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich lasse das mal auf sich beruhen. Was ist denn eigentlich das hier? Zauberstab. Oh, das ist cool. Hier ist noch eine Truhe. Ich muss die Kombi ist bestimmt irgendwo niedergeschrieben, oder? Mach ich gerade zweimal das gleiche? Sind die Elemente. Oha, ich kann es auch noch drehen. Herzlichen Glückwunsch. Das sind mir zu viele Möglichkeiten. Da muss ich, möchte ich erst noch gucken, ob hier irgendwo Hilfsmittel sind. Doch gleich auch nochmal auf dem Zettel. Hier oben ist aber nichts zu holen. Zeig nochmal den Zettel kurz. Das sind nicht wirklich Elemente. Das ist halt alles Himmel, ne? Weil er fliegt. Ich glaube nicht, dass das die Hilfestellung dafür ist. Spiegel. Gehe ich gleich hin. Ich möchte bloß bei den Büchern erstmal schnell gucken. Okay, da ist eins. Da ist auch eins. Da auch. Okay, wir fangen hier an. Wow. Newgrounds, Prisoner. Ein Stammbaum. Sind das die Entwickler wieder? Oh Gott, thank you. Mega süß. Okay, sehr cool. Okay. Heiß, trocken, kalt, nass. Feuer hoch, Wasser runter. Dann ist das Wind. Nass und kaltes Eis. Wartet mal kurz, ich brauche mal einen Stift. Ich bin noch da, ich habe euch nicht allein gelassen. Ich brauche bloß einen Stift. Wo ist denn mein Stift? Das ist ein Stift, das ist ein Stift. Jetzt brauche ich noch einen Zettel. Zettel? Zettel? Okay, Leute. Lass mich mal... Oh nein, der Stift schreibt nicht. Oh nein. Ich hatte doch heute... Ich hab heute schon mal mit einem Stift geschrieben und der ist fort. Wo ist mein Stift hin? Ist er das? Funktioniert der? Ja, der funktioniert. Aber nicht unter auf dieser Unterlage. Ah, gib mir mal diese Schachtel hier. Okay. Okay. Rot zeigt nach oben. Hellblau nach oben mit einem Strich oben. Grün nach unten mit dem Strich unten. Und das andere Blau ist nach unten. Okay, ich möchte die anderen Bücher aber trotzdem angucken. Oh, hier ist ein Blatt. Ich kenne das Märchen, es ist über uns.
Mama muss mir diese Geschichte endlich vorlesen, wenn sie zurückkommt. Okay. Die Geschichte endet hier plötzlich. Okay. Drache und die Hühnerfeder oder so? Keine Ahnung, in irgendeinem Elixier geschmiedet. Sind die Drachenschuppen, das Blatt, Tofu? Keine Ahnung, Rauch oder Qualm und sowas? Okay, das ist ein Rezept für irgendwas. Sieht aus wie noch eine Rezeptur, die jemand vollgekritzelt hat. Man darf Bücher so nicht kaputt machen. Sehe ich auch so. Eine schreckliche Gestalt springt aus einer Flasche. Ich kriege Gänsehaut vor Angst. Ist das nicht die, die wir schon kennen? Ich kann nicht mehr hinschauen. Das sieht aus wie eine Rezeptur für ein magisches Elixier. Die Zutaten sehen ähnlich wie dir auf der Seite daneben aus. Okay. War das das rote gerade? Ja, war's. Okay. Dann lasst uns... Oh, shit! Oh Gott, ich habe gerade gedacht, ich habe das Spiel beendet, weil ich rausgeklickt habe aus dem Dings. Hier, das Rätsel. Ich wollte gerade sagen, was wollten wir jetzt machen? Irgendwas ging doch jetzt. Wartet mal, ich muss das ein bisschen beiseite widerlegen, damit ich hier ein bisschen Platz habe. So. Ich habe gesagt, rot zeigt nach oben. Es ist sehr dunkel hier in meinem Zimmer. Grün zeigt nach unten mit dem Strich unten. Das hellere Blau zeigt nach oben mit einem Strich oben. Tada! Ja, mein Hühnchen. Hier ist er ganz, ne? Hier gibt's nichts mehr. Na gut. So, das gehört aber... Gehört das mit zu unserer Rüstung? Aber ach nee, die haben wir ja schon wieder verloren. Wir brauchen noch ein Zahnrad irgendwoher. Silenzium. Okay, was ist mit diesem Spiegel? Das habe ich noch nicht angeschaut. Spieglein, Spieglein an der Wand. Okay, ich muss irgendwas reinhalten. Kann das sein? Der dreht sich doch, oder? Zauberstab, Zauberstab, Zauberstab. Okay. Okay, ich weiß noch nicht, was ich machen muss. Ah, kann ich hier dem Drachen befehlen, was er tun soll? Aber ich habe ja... Also, wenn dann ein Drachen da ist, muss ich das dann so machen? Vielleicht. Okay, behalt mal im Hinterkopf. Hey! Der Zauberstab ist wieder zurück. Okay. Nächste Stelle ist hier drüben, die wir angucken. Okay. Okay, da gehen wir einfach hin. Das wollen wir ja auch nicht. Ich kann das nur lösen. Warte mal, dem fällt das Geld bestimmt runter. Und wenn er hier ist, lösen wir das. Hm.
Wart mal noch einen Versuch ab oder zwei vielleicht sogar. Vielleicht müssen wir ihn aber auch noch erschrecken oder sowas. Damit ihm das Geld runterfällt. Was habe ich denn noch? Nichts Sinnvolles. Ich warte mal kurz, wenn er schnipst, ob ich es hier oben kriegen kann. Ich kann da oben nicht weiter. Ich kann auch nicht hin, wenn er nach oben schaut. Kann ich denn? Ich will ihn locken und wenn er losgeht. Nee. Also ich wollte eigentlich, dass er auf mich zukommt und dass ich das Ding dann löse oder so. Irgendwie muss ich ihn dazu bringen, dass er sein Geld fallen lässt, hier runter geht oder so. Oder ich finde vielleicht irgendwo noch Geld. Und das schnipse ich dann dahin oder so. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. So. Hier oben war doch eine Tür, durch die wir nicht gekommen sind. Kann ich die mit dem Schlüssel öffnen? Ist das die... Ach, ich habe den Schlüssel gar nicht mehr. Schildelement! Schildelement, Leute! Wir müssen raus. Wo ist denn das Ding? Das ist... Nee, hier ist der Teddy. Ich habe auch nichts, was ein Auge ist bis jetzt, ne? Nee. Kerker ist nix. Waffenkammer... Da in der Waffenkammer ist es, genau. Wenn ich jetzt hier das Schildelement einsetze. Ich dachte ja die ganze Zeit, ich brauche ein Zahnrad oder so, aber so hier? So? Erinnert ihr euch noch an das Tor? Der Bär ist ganz oben. Wir müssen raus, um beim Tor zu gucken, was die Reihenfolge ist. Von diesen Bremer Stadtmusikanten, die ich erst am Tor... Die sind ganz oben hier dabei, wisst ihr? Wir haben einen Lauf, wir haben einen Lauf. Kurz zum Tor. Okay, es ist das Pferd, Hund, Katze, Huhn, Bär. 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 Ist doch gut zu probieren, aber ich glaube, es ist nicht die richtige Kombination. Dann andersrum, oder? Pferd, Hund, Katze, Huhn, Bär. Also Bär, Katze, ja, ihr wisst schon. Ist doch gut zu probieren, aber ich glaube, es ist nicht die richtige Kombination. Warum nicht? Aber so stehen die doch, stehen die andersrum übereinander? Ich war gerade so glücklich, ne? Weil ich dachte, das ist die Lösung. Ist das nicht so rum gewesen? Ich erinnere mich jetzt auch an keine andere Zeichnung, die ich gesehen habe, wo das eventuell andersrum oder irgendwie anders dargestellt wird. Warte mal, lass mich mal kurz hier gucken. Ne, der hat sowas auch gar nicht, der Typ. Ist das Pferd? Der Bär steht auf dem Huhn. Warum geht das nicht? Ist doch der Bär. Beziehungsweise ist kein Huhn, ist eine Gans, ich weiß, aber... Dann ist hier ein kleines vierbeiniges, das wird die Katze sein, dann der Hund
Und das Pferd. Habe ich es rückwärts ausprobiert? Habe ich, oder? Ja, der Bär steht auf dem Huhn und das auf der Katze, auf dem Hund, auf dem Pferd. Ach so, willst du mir damit sagen, dass... Ah. Keine Ahnung. Das nimmt mir Motivation. Kann ich die Bilder eigentlich nochmal angucken? Nee, nicht wirklich. Wo haben wir denn nochmal sowas gesehen? In der Bibliothek gerade? War da sowas? In einem der Bücher, wisst ihr? Hier war nur der Drache. Das war das Elemente-Rätsel-Lösung. Das sind die ganzen Leute. Das ist, glaube ich, dann die Lösung dafür, wie man was zusammenbraut. Warum hat der so einen Abfluss im Bauch? Und das ist unsere Geschichte. Okay, hier ist es nicht. Ich überlege, aber ich weiß auch nicht, ich achte auch gerade auf die Banner und sowas alles, aber die sind... Ach, der Typ, stimmt. Rotes Blatt. Ich glaube, das brauchen wir dann eher für unseren Trunk, was auch immer. Wenn ich oben an der Tür rüttel, ist das die, die hier bei ihm ist? Also wenn ich hier oben bin, meine ich, und hier an der Tür rüttel. Okay, ich dachte, da kommt eine Reaktion. Das Pech ist auch immer noch anwählbar, das rote Blatt. Was macht sie damit? Okay, gar nichts. Das kann ich auch immer noch nicht drehen. Ich kann hier nichts nehmen. Hier draußen eventuell noch was. Wartet mal, wir schauen. Nur mal zur Sicherheit, nicht, dass hier draußen irgendwas noch wartet. Wir können. Sie will nicht mehr raus. Na gut, dann nicht. Dann wissen wir zumindest, dass da draußen nichts mehr auf uns wartet. Aber welche Reihenfolge ist bei den Tieren richtig? Und ich habe kein Auge für den Teddy. Oh, liebe Leute, wir sind auch schon wieder über die 20 Minuten hinaus. Deswegen würde ich an der Stelle gerne eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Episode wieder von Let's Play Chuck. Bis dann. Tschüss.